Es war einmal ein Regenschirm und er hatte nie Ideen. Er wollte aber Künstler sein und das war sein Problem. Er malte jeden Tag nur mit Aquarell. Die Bilder waren nicht hässlich, aber auch nicht schön. Er hatte kein Talent und das wusste er. Er malte trotzdem weiter am Tag und in der Nacht. Er wollte Kunst studieren, doch niemand nahm ihn an. Also malte er weiter und fing an zu saufen. Die Bilder wurden besser, aber er selber kam nicht klar. Er durfte jetzt studieren, aber ging nicht hin. Er war nur noch betrunken, den Bildern tat es gut. Sie wurden immer besser, er verkaufte sie bei eBay. Er hatte sogar eine Ausstellung und wurde schnell bekannt. Der Regenschirm war glücklich und fing mit Koksen an. Die Bilder wurden schlechter, aber er war ein Star. Er war auf jeder Party, alle liebten ihn. Er malte nur noch selten und kokste jeden Tag. Er spielte mit in Filmen, er nahm auch Platten auf. Ideen hatte er keine, aber dafür sein Manager. Er verdiente nicht mehr viel, aber dafür sein Manager. Der Regenschirm war nicht glücklich, aber dafür sein Manager. Er war kein Künstler mehr, aber dafür sein Manager. Langsam ging's bergab, der Regenschirm rauchte Crack. Er rauchte nur noch in der Ecke und ging auch nicht mehr raus. Er verkaufte seine Farben und seine Staffelei. Der Manager rief an, doch er ging nicht ans Telefon. Er wollte niemand sprechen, er wollte niemand sehen. Er rauchte nur noch Crack und rauchte nur noch Crack. Er rauchte nur noch Crack und rauchte nur noch Crack. Er rauchte nur noch Crack und rauchte nur noch Crack. Er rauchte nur noch Crack und rauchte nur noch Crack. Er rauchte nur noch Crack und rauchte nur noch Crack. Er rauchte nur noch Crack, er rauchte nur noch Crack. Er rauchte nur noch Crack, er rauchte nur noch Crack. Er rauchte nur noch Crack, er rauchte nur noch Crack. Er rauchte immer Crack, er rauchte nur noch Crack. Er rauchte immer nur Crack, er rauchte nur noch Crack. Er rauchte nur noch Crack.